Das Hotel Hefterhof in der Landeshauptstadt ist vor allem als Tagungs- und Seminarhotel weit über die Landesgrenzen bekannt. Der mit dem Umweltzeichen für Tourismusbetriebe prämierte Klimabündnisbetrieb wurde auch mit dem Zertifikat Green Meetings ausgezeichnet. Bei Green Meeting ist einer der wesentlichen Eckpunkte eben dieser bewusste Umgang mit Ressourcen, Papiervermeidung, wenn Papier, dann halt nur umweltzertifiziertes Papier. Wie mache ich die Pausen, wie gestalte ich das gesamte Seminar, wie reise ich zum Beispiel auch an? Das geht in viele Bereiche hinein, ist natürlich im Vorfeld ein bisschen eine administrative Arbeit, zahlt sich aber aus. Neben Energieeinsparungen durch eine Hackschnitzelanlage, die gemeinsam mit einem Umweltberater umgesetzt wurde, und Maßnahmen im Abfallsystem und bei Reinigungsmitteln stehen gesunde Lebensmittel im Fokus des Hefterhofs. Qualitativ wertvolle Nahrungsmittel werden immer wichtiger. Wir beziehen einen Großteil unserer Ressourcen aus den unmittelbaren umliegenden Regionen, von den Bauern, die uns selber sogar noch die Eier vorbeibringen. Zum Beispiel, wir brauchen 34.000 Eier im Jahr und nehmen die aber von benachbarten Bauern ab. Es geht auch darum, die Anlieferungswege so kurz wie möglich zu halten, um auch den CO2-Ausstoß dementsprechend zu verringern. Denn als Haus mit Wurzeln in der Landwirtschaft ist man sich im Hefterhof bewusst, dass es wichtig ist zu wissen, woher Lebensmittel kommen. Denn Herkunft hat gerade im gastronomischen Bereich Zukunft.